Hallo und herzlich willkommen bei den Ernstnacks. Schön, dass du reinschaust. Heute geht es um das Thema Prokrastination. Was das bedeutet, wie du dagegen was tun kannst, gegen diese Aufschieberitis, Aufgaben nicht zu erledigen, wenn sie eigentlich gemacht werden müssten und dafür ganz andere Sachen machen. Ich erkläre dir ein paar Prinzipien. Los geht's! Prokrastination ist ein Thema, da habe ich mich auf meiner Homepage mit befasst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe früher auch ganz viel aufgeschoben, habe Sachen nicht gemacht, die ich machen sollte und habe mich ja eben irgendwo mit anderen Sachen befasst. Dann war plötzlich, anstatt Hausaufgaben zu machen, war es ganz wichtig, dass ich rausgegangen bin mit Freunden, Fenster geputzt habe, Zimmer aufgeräumt habe, meiner Mutter irgendwo geholfen habe. In den letzten Wochen und Monaten habe ich zum Beispiel auch aufgeschoben, dass ich hier mein Arbeitszimmer mal fertig kriege. Und jetzt ist es wenigstens fertig, neuer Schreibtisch, ein bisschen anders umgestellt und ja, ich bin zufrieden. Na, manchmal ist es halt so. Es dauert bei Erwachsenen, bei Studenten, bei Schülern, bei Lehrern, dauert es halt eben mal länger. Lehrer, gutes Beispiel. Ich persönlich, ich schiebe gerne manchmal die Klassenarbeiten vor mir her. Ja, ja, ich weiß natürlich, ihr wollt die gerne wieder haben, aber sich da abends hinzusetzen, wenn man Schule hatte und dann zu sagen so, ich gehe jetzt nochmal an die Klassenarbeiten ran. Hat man natürlich auch keine Lust. Prokrastination. Aufschieben von Aufgaben, die eigentlich gerade total wichtig wären, die man aber einfach gar nicht erledigen möchte. Und dann nimmt man sich halt eben andere Aufgaben, die vielleicht weniger wichtig sind und weniger dringend. Ja, und deshalb kommst du dann am Ende in Zeitdruck, in Stress, ja, und dann bist du auf dem letzten Drücker. Das Problem ist, dass du dann Stress hast. Und ich bin der persönlichen Meinung, dass es keinen positiven Stress gibt. Es gibt Herausforderungen, denen kann man sich stellen, aber Stress bedeutet immer, dass in deinem Körper ganz viele Hormone ausgeschüttet werden und die sorgen dafür, dass du entweder kämpfen willst oder flüchten willst, oder dass du dich halt eben versteckst. Kann ich auch nochmal ein Video zu machen, wenn ihr das wollt, dann schreibt mir einen Kommentar. Kampf, Flucht oder Vermeidung. Ganz kritisch wird das bei Leuten, die ihren Abschluss machen wollen und dann sagen einen Tag vor der Prüfung, oh, ich habe noch nicht gelernt, wird schon schief gehen. Kann auch gut klappen, natürlich, gar keine Frage. Aber man hat herausgefunden, dass die Leute, die sowas machen, halt eben sich selber und ihr Selbstbild, ihren Selbstwert schützen wollen. Ja, und am Ende, wenn die dann fertig sind mit der Prüfung und sie sagen, ja, ich habe es nicht geschafft, ich habe reingeschissen, dann kann man halt eben sagen, ja, ich habe auch nicht gelernt. Es war ja vollkommen klar, dass es so ist. Oder man sagt, wenn man bestanden hat, boah, ich habe es geschafft, ohne dass ich gelernt habe. So oder so kann man den Selbstwert nur erhöhen, aber nicht vermindern dadurch. Aber es kommt natürlich auch zu so einer Haltung, dass man irgendwie sagt, ja, ich kann das ja eh nicht, deshalb fange ich damit gar nicht erst an. Also es ist gar nicht gut, wenn man so reagiert, finde ich. Wenn ich eine Aufgabe habe, erledige ich sie und wenn ich damit fertig bin, bin ich glücklich. Und wenn ich wirklich mal es nicht schaffe, eine Prüfung zu bestehen oder eine Aufgabe zu bestehen, dann ist es so. Das passiert. Daran kann man wachsen. Wichtig ist, dass man sich halt eben keine Ausreden nimmt und sagt, oh ja, das lag daran und ach ja, nee, und das ist ja auch wichtig und eigentlich wollte ich immer wieder Sport machen und nee, sag ehrlich, ja, ich habe getrödelt, ich bin selber dran schuld, ich tue jetzt was dagegen und wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich, warum das so ist. Wenn du aber tatsächlich irgendwann mal keine Zeit hattest, geh hin zu deinen Lehrern, zu deinen Eltern, zu deinen Profs, zu wem auch immer, zu deinem Chef und sag, ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, mir ist was dazwischen gekommen. Oft wird dein Auge zugedrückt oder es wird gesagt, ja, dann kriegst du noch mehr Zeit, aber man muss halt eben von sich aus auf die Leute zugehen und sagen, bitte hilf mir. Wenn man das nicht macht, die können das ja nicht riechen. Ich habe mir dann noch ein paar Gedanken über Zeitmanagement gemacht. Zeitmanagement ist natürlich das Wichtigste, wenn du halt eben aufhören möchtest zu prokrastinieren. Allerwichtigste ist natürlich ein Kalender.
entweder bei Google, irgendwo anders, auf dem Handy, Familienkalender oder Papierkalender, irgendwas, Schülerkalender gibt es auch oft, wo du dann halt eben die Termine immer schwarz auf weiß siehst. Und am besten irgendwo, wo du tatsächlich immer drauf guckst, also zum Beispiel wirklich auf dem Handy und dann halt eben auch entsprechend sich dann immer mental darauf vorbereiten kann, da kommt noch was. Geht bei Hausaufgaben nicht immer ganz so gut, weil Hausaufgaben ja oft von einem Tag auf den anderen aufgegeben werden. Da hast du auch nicht so viel Zeit zum Prokrastinieren. Trotzdem solltest du dann natürlich nicht, wenn du nach Hause kommst, erstmal Schultasche in die Ecke werfen, wenn du noch Hausaufgaben auf hast und dann sagen, ja, ja, ich mache die dann später und dann erstmal chillen. Dann kommst du nämlich am Abend in die Situation, dass du halt eben den Stress bekommst. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die du über mehrere Tage erledigen sollst oder über Wochen sogar. Lesetage, Bücher, Projekte, Referate und all solche Sachen, gerade wenn man mit mehreren Leuten auch noch zusammenarbeiten muss, sollte man halt eben frühzeitig planen, gucken, wo habe ich Aufgaben, die ich auch erledigen muss unbedingt und wo habe ich Zeiträume. Und so kannst du halt eben deine Zeit besser einteilen. Ich habe jetzt noch drei Prinzipien für euch. Das Eisenhower-Prinzip nach dem amerikanischen Präsidenten, das geht im Prinzip so, du hast vier Schachteln. Du guckst bei einer Aufgabe, ist die wichtig oder nicht wichtig und ist sie dringend oder nicht dringend. Wichtige Aufgaben, die dringend sind, legst du in Kasten 1. Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend, legst du in Kasten 2. Aufgaben, die unwichtig sind oder weniger wichtig sind und dringend, legst du in Kasten 3. Und Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, legst du in Kasten 4. Und so kommst du dann dazu, dass du deine Aufgaben schon mal priorisiert hast und dann weißt, so, das steht an. Dann hilft als nächstes das Pareto-Prinzip. Pareto-Prinzip ist im Prinzip 80-20-Regel. Hast du vielleicht schon mal gehört, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Geht darum, dass du halt eben mit 20% der Zeit 80% der Aufgabendichte erfüllen kannst. Also du kannst eine Aufgabe gut erfüllen mit 20% Aufwand. Die restlichen 80% Zeit sind der Feinschliff und alles Mögliche. Du riskierst natürlich dann auch mal Fehler zu machen oder halt eben unvollständig zu sein. Aber so das große Ganze, Lernstoff, Arbeiten, kannst du mit relativ wenig Zeitaufwand erfüllen. Wenn du natürlich so eine Arbeit schreiben musst von 40 Seiten oder von 20 Seiten, geht das nur bedingt. Das Schreiben braucht ja auch Zeit. Pareto-Prinzip ist quasi nur so eine Denkweise, dass man halt eben für ein perfektes Ergebnis 100% der Zeit braucht, aber für ein gutes Ergebnis viel, viel weniger. Ob das jetzt 20% sind oder 50%, sei dahingestellt, aber nur so, dass du es für deinen Kopf die abspeicherst. Und dann gibt es noch die Pomodoro-Technik. Pomodoro-Technik bedeutet, dass man die Aufgaben, die man hat, erstmal auflistet nach der Wichtigkeit. Dafür kann dir dann das Eisenhower-Prinzip helfen. Dann gehst du hin, stellst dir einen Timer auf 25 Minuten, arbeitest so viele Aufgaben ab oder so viel davon ab wie möglich, machst 5 Minuten Pause, wiederholst das, wieder 5 Minuten Pause, wiederholst es, wieder 5 Minuten Pause, wiederholst es. Und dann, nach dem vierten Durchlauf arbeiten, machst du 15 bis 30 Minuten Pause. Dadurch hast du immer wieder die Zeit, dich zu erholen, hast immer wieder die Zeit, durchzuatmen, dich wieder zu sammeln, deine Energie zu sammeln. Dann kommst du nicht in so einen Modus, wo du gelangweilt vor dich hinarbeitest, weil das ist auch so eine Art von Prokrastination. Also du sitzt zwar an der Aufgabe dran, aber du machst sie nicht wirklich. Ja, und am Ende solltest du dich natürlich irgendwie belohnen, mit Sport, mit Freunden treffen, irgendwas, wo du tatsächlich auch weg von der Arbeit kommst und wo du dann nicht irgendwie dich von irgendwas einfach nur zudröhnen lässt am besten. Klar, kann man auch mal machen, Videospiele, Fernseher, Kino, aber am besten ist halt eben tatsächlich, wenn du mit anderen Leuten dich zusammensetzt, dann kannst du auch deine Erfahrungen teilen und bist dann einfach irgendwie glücklicher. Wie ist es bei dir? Bist du ein Meister der Prokrastination? Dann schreib mir einen Kommentar bitte. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch. Weißt Bescheid, wenn du es noch nicht getan hast. Abo klicken, Glocke klicken. Beim nächsten Mal wieder reinschauen. Das war's von mir. Bis dahin. Tschüss.